Liebe Mitmenschen, ich bin dankbar, dass ich heute hier stehen darf und mein Gesicht zeigen. Das ist etwas Besonderes. Genau. Friederike hat mich schon vorgestellt. Mein Name ist Katrin Korb. Ich habe 3 Kinder und bin Hausärztin hier in Oldenburg. Ich stehe hier, weil ich mich verantwortlich fühle für die Gesundheit meiner Patienten, meiner Kinder und auch meiner eigenen. Und weil ich wütend darüber bin, dass hier versucht wird, mit Angst Kontrolle über die Menschen zu gewinnen. Was dahinter steckt, weiß ich nicht, aber letztendlich wird dabei Macht und Geld eine Rolle spielen. Als Ärztin, da kenne ich dieses Prinzip. Das ist das Prinzip unseres Gesundheitssystems. Unser Gesundheitssystem beruht leider darauf, Angst zu erzeugen, um damit Geld zu verdienen. Die Angst, die gibt es auf beiden Seiten. Sowohl bei mir als Ärztin, als auch bei meinen Patienten. Es gibt Leitlinien, die ich befolgen soll. Leitlinien für verschiedene Krankheiten. Wer schreibt diese Leitlinien? Ich gebe euch ein Beispiel. Es gibt eine europäische Leitlinie für Erkrankungen des Herzens. Da gibt es 25 Autoren. 19 dieser Autoren bekommen Geld von der Pharmaindustrie. Das nennt sich dann Beraterhonorar. Es gibt einen schönen Spruch: Wes Brot ich esse, das Lied ich sing. In den Leitlinien steht, ich soll Medikamente verschreiben, die viele Nebenwirkungen haben können und die keinen gesund machen. Damit wird eine Menge Geld verdient. Wenn ich die Leitlinie nicht befolge und es passiert irgendwas mit diesem Menschen, sein Zustand verschlechtert sich, warum auch immer, dann heißt es, Frau Kollegin, Sie haben die Leitlinien nicht befolgt. Das haben Sie jetzt zu verantworten. Das heißt, es wird Angst erzeugt, damit ich gegen meine Überzeugung handle. Dem kranken Menschen wird auch Angst gemacht. Wenn du das nicht nimmst, diese Tablette, dann bekommst du einen Herzinfarkt. Dann geht es dir noch viel schlechter als jetzt. Ich weiß das, ich habe studiert. Du bist da zu dumm dafür, das für dich selber zu entscheiden. Da gibt es auch keinen Raum für Diskussionen. Und dann schluckt dieser Mensch diese Pillen jeden Tag, Woche für Woche, sein ganzes Leben. Und damit wird viel Geld verdient. Das ist das Prinzip. Seit dem Beginn der Corona-Krise werden wir mit Schreckensbotschaften in eine Schockstarre gehalten. Unsere Regierung sagt, hier gibt es ein neuartiges Virus. Das ist so gefährlich, da wird es Millionen von Toten geben, wenn wir euch nicht beschützen. Wir wissen am besten, was gut für euch ist, denn wir haben hier unsere Experten. Ihr könnt leider nicht für euch entscheiden, ihr seid zu dumm dafür. Wir müssen euch isolieren, entmündigen und einen Maulkorb aufsetzen. Das geschieht aber alles zu eurem Schutz. Und wir machen euch so viel Angst, jeden Tag aufs Neue, mit den schlimmsten Bildern, dass ihr es nicht einmal wagt, das zu hinterfragen. Das allgegenwärtige Mantra der Merkel-Regierung lautet, erst wenn wir einen Impfstoff gegen dieses Virus haben, dann können wir zur Normalität zurückkehren. Mit anderen Worten, nur ein Impfstoff kann uns unsere Grundrechte zurückgeben. Diese Woche hat Frau von der Leyen international 7,4 Milliarden Euro gesammelt für die Entwicklung und Verbreitung eines solchen Impfstoffes. Deutschland ist mit 525 Millionen Euro dabei. Normalerweise dauert die Entwicklung eines Impfstoffes Jahre. Es hat den Grund, weil Sicherheitsstudien durchgeführt werden müssen. Das neue Virus aus der Corona-Familie wurde vor noch nicht einmal 6 Monaten gefunden. Doch bereits jetzt wurde vom Paul-Ehrlich-Institut ein Menschenversuch genehmigt mit sogenannten mRNA-Impfstoff. Das ist fremdes Genmaterial, was da in unsere Zellen kommt. Man muss nicht Arzt sein, um dabei ein mulmiges Gefühl zu bekommen.
Ich würde mir diesen Impfstoff nicht spritzen, ich würde den auch nicht meinen Kindern geben und ich würde den auch nicht meinen Patienten empfehlen. Der Paragraph 2 des Grundgesetzes lautet nicht Recht auf Gesundheit, sondern körperliche Unversehrtheit. Das ist ein großer Unterschied. Ein Recht auf Gesundheit, das gibt es nicht. Denn Krankheit ist Bestandteil unseres menschlichen Lebens. Aber niemand darf unseren Körper verletzen, auch nicht mit einem fragwürdigen Impfstoff. Trotzdem wird dieser Impfstoff den Herstellern aus den Händen gerissen werden wie warme Semmeln. Denn die Werbetrommel, die läuft schon seit Monaten. Bezahlen werden wir das. Wir bezahlen jetzt schon für die wirtschaftlichen und sozialen Folgen des Lockdowns. Das sind unsere Steuergelder, die dafür ausgegeben werden. Und mit unseren Steuergeldern soll der Impfstoff finanziert werden. 525 Millionen Euro, und das ist erst der Anfang. Wurden wir gefragt, ob wir einen Lockdown bezahlen wollen? Nein! Werden wir gefragt, ob wir Geld für so einen Impfstoff ausgeben wollen? Nein. Diese Unsummen, dieses ganze Geld, das haben wir erwirtschaftet. Und das wollen wir gerne für andere Dinge ausgeben. Guten Unterricht für unsere Kinder. Klimaschutz und Entwicklung neuer Technologien für unsere Umwelt. Vernünftige Bezahlung von Pflegekräften in Altersheimen und in der Gesundheitsvorsorge. Auch die Integration und die Ausbildung von Menschen, die vor Krieg und Not hierher gekommen sind und zu uns geflüchtet sind. Ausbau biologischer Landwirtschaft, Förderung von Sportvereinen und Kultur. Die Liste, die ist so lang, die ist für jeden sicher ein bisschen anders. Aber all das sind Dinge, die Menschen gesund machen und erhalten. Und damit kann man kein Geld verdienen. Wir befinden uns in einer Krise. Was ist der Weg aus dieser Krise? Der Weg aus der Krise ist die Überwindung der Angst. Menschen, die selbst denken, kreativ sind, Verantwortung für sich übernehmen, an ihrer Heilung arbeiten und auch an der Heilung der Welt. Menschen, die vernetzt sind, die Freunde haben und sich engagieren, die werden nicht so schnell krank. Und wenn sie krank werden, dann setzen sie sich mit ihrer Sterblichkeit und dem Tod auseinander, erkennen ihre Endlichkeit auf dieser Welt an und machen ihren Frieden damit. Solche Menschen, die kann man nicht so leicht in Angst versetzen. Und über die hat man keine Macht. Dieser Körper hier, der ist nur geliehen. Irgendwann gebe ich ihn wieder zurück. Aber solange ich lebe in diesem Körper, fühle, denke und handle, solange ist es mein Körper, für den ich verantwortlich bin und niemand anders. Und den ich... Und den ich so behandeln möchte, wie ich das für richtig halte. Ich wünsche mir gar keine Rückkehr in die alte Normalität, in die alte Normalität. Ich wünsche mir eine neue Normalität. Ja. Mit freien, selbstbestimmten Menschen, die Verantwortung für sich übernehmen. Ich glaube, viele von euch sind hier, weil sie sich etwas Ähnliches wünschen. Das gibt mir Hoffnung und ich danke euch. Danke. Ja.